Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Natürlich gab es auch eine Fragerunde zum Vortrag von Heino Falke zum Thema Schwarzes Loch in Messier 87. Diese wird jetzt sofort nachgereicht. Viel Spaß dabei. Wird das Radioteleskop Effelsberg auch zu den Messungen verwendet? Nein, es wurde nicht verwendet, weil das geht nur bis, was heißt nur, bis 3 mm Wellenlänge. Es wurde ursprünglich für maximal 3 cm Wellenlängen gebaut, aber es war 10-mal besser eigentlich, als es designt wurde oder die Spezifikationen. Das kommt also bis 3 mm. Wenn ich zu 1 mm gehe, dann ist auch die Atmosphäre in Bonn zu feucht. Also das liegt da im Tal und ich müsste wirklich auf den Berg rauf. Insofern ist das bisher auch gar nicht erst versucht worden. Aber die ganze Effelsberg macht auch regelmäßig VLBI, hat auch das Zentrum der Milchstraße gemessen bei niedrigen Frequenzen und hat da auch eine wichtige Rolle gespielt, auf jeden Fall. Besteht das Schwarze Loch aus Energie oder Materie oder einem Mix aus beiden? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist eigentlich, was wir da sehen, ist eine Eigenschaft des Raumes. Die Deformation des Raumes. Ja, aber wie gesagt, das Licht sozusagen enthüllt eigentlich nur die Struktur des Raumes. Und die wird gemacht durch Materie und Energie, die sozusagen innerhalb dieses schwarzen Lochs verschwunden ist, die in diese Singularität verschwunden ist. Ja. Aber sie ist dann nicht mehr, ich kann dann nicht mehr sagen, es ist Materie, es ist Energie, es ist sozusagen Materie und Energie, die da drin verschwunden ist. Und das, was übrig bleibt, ist eigentlich die Verformung des Raumes. Was da drin ist, ja, ist genauso, wie wenn Sie sozusagen Ihre Faust durch eine Wand schlagen oder durch ein Papier, dann ist das Loch da drin, aber die Faust ist verschwunden, die sehen Sie dann nicht mehr, oder Sie schießen eine Kugel dadurch, ja. Das Loch bleibt, aber die Kugel ist verschwunden. Also es ist sozusagen auch der Schatten, der Widerhall der Materie, die dort hineingefallen ist. Das ist das, was Sie sehen in der Dunkelheit. Man kann nicht sagen, es ist 70% Energie und 30% Materie? Es ist ununterscheidbar. Materie, also E gleich mc Quadrat, die berühmte Formel von Einstein, Materie und Energie im Rahmen von schwarzen Löchern. Ob Sie da Energie reinschmeißen oder Masse, macht keinen Unterschied. Ja, das macht, also schwarze Löcher, und das ist auch der Witz, schwarze Löcher sind die einfachsten Objekte des Universums. Ja, sie sind also das Einzige, was, wenn Sie hineinfallen, ja, das Einzige, was von Ihnen übrig bleibt, ist, wie schwer Sie waren im Moment, dass Sie da hineingefallen sind. Sehr frustrierend eigentlich. Ist in der Mitte des Universums auch ein schwarzes Loch? Ja, es gibt ja keine Mitte des Universums. Also das Universum ist sozusagen überall verteilt. Und schwarze Löcher sind eigentlich in allen Zentren von Milchstraßen finden wir diese dunklen Konzentrationen. Und wir haben natürlich nur in diesen beiden, die sehr nah sind, im Moment die Möglichkeit, das aufzulösen, so dicht ranzukommen. Wir müssten dann irgendwann tatsächlich eine Weltraummission machen, dann könnten wir tatsächlich auch noch andere, könnten teilweise Millionen von schwarzen Löchern dann sehen. Aber dann, das wird schon viel teurer. Also ich will jetzt nicht noch mehr Geld von Ihnen verlangen. Was war Ihre größte Überraschung in Bezug auf die Geometrie des Ereignishorizonts? Es gibt natürlich jetzt Diskussionen darüber, wie kann ich allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie miteinander in Einstimmung bringen. Und man hat dann gefunden, dass schwarze Löcher bestimmte Eigenschaften haben, die der Thermodynamik entsprechen. Dass sie eine Temperatur haben könnten, eine äquivalente Temperatur haben könnten. Und die wäre extrem gering. Und dann, wenn sie eine Temperatur haben könnten, dann könnten sie doch strahlen, dann könnte doch was entweichen. Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße wäre dann nach 10 hoch 100 Jahren oder 10 hoch 97 Jahren verdammt. Verdampft. Nicht verdammt auch, verdampft. Also eine 1 mit 97 Nullen. Also das wäre ein extrem geringer Effekt, der also de facto keine Rolle spielt, weil alles, was reinfällt, viel größer ist. Und wir wissen auch nicht, ob es stimmt. Das ist eine der großen Diskussionen im Moment, was passiert am Rand von schwarzen Löchern, wie modifiziert die Quantenphysik das? Können sie tatsächlich verdampfen oder ist im Moment eine sehr akademische Diskussion. Und es kann sein, dass diese Effekte so extrem klein sind, wenn sie dann überhaupt bestehen, dass sie überhaupt nicht messbar sind für die nächsten 10 oder 97 Jahre. Was dann auch uns auf eine erhebliche Geduldprobe stellen würde.
Aber es gibt andere Erweiterungen der Relativitätstheorie und die machen genau das, was Sie gesagt haben. Die würden sagen, dass zum Beispiel dieser, Überraschung, was war meine größte Überraschung? Meine größte Überraschung war, dass es genauso aussah, wie wir es vorher gesagt hatten. Das passiert in der Astrophysik eigentlich fast nie. Das war irgendwie, also als ich erst mal das gesehen habe, also haben wir wirklich einen Meter über dem Boden geschwebt für eine Stunde. Gut, das geht jetzt physikalisch auch nicht, aber es fühlte sich so an. Und dann musste man sich wieder runterholen und sagen, jetzt müssen wir noch ein Jahr hart arbeiten. Ne? Aber dass das so genau stimmte, das war auch schon erstaunlich. Und wir finden auch, dass tatsächlich das, was wir messen, relativ symmetrisch ist. Relativ symmetrisch ist. Andere Theorien würden vielleicht eher sagen, dass es eiförmig sein könnte. Ja? Also wenn Schwarzlöcher nicht so einfach wären, wie gesagt, dann wären sie eiförmig und so. Und das finden wir nicht. Aber tatsächlich, wenn wir sehr genau messen, vielleicht stellen wir irgendwann fest, dass es nicht ganz so rund ist und nicht ganz so rund dreht, wie es sein sollte, und das wären dann Abweichungen. Oder wenn wir das Zentrum der Milchstraße gemessen haben und wir finden überhaupt keinen Ring, ja, dann haben wir ein Problem. Dann würde ich Ihnen recht geben, müssen wir zu irgendwelchen anderen Theorien gehen. Oder aber der Ring ist einmal zweimal größer als erwartet. Ja, dann kann man die ganze Relativitätstheorie in die Mülltonne kloppen, wahrscheinlich. Also das wird nochmal spannend und die Detailvermessung des Bildes könnte noch mehr liefern. Es kann aber auch, wie gesagt, sein, dass wir nach 20 Jahren entnervt aufgehen und sagen, es ist immer noch genauso, wie Einstein vorher gesagt hat. Er hat es natürlich nicht vorher gesagt, sondern seine Gleichungen sagen es vorher, das muss man auch dazu sagen. Was sind denn die nächsten Ziele? Naja, also was wir in mittelbarer Zeit natürlich wollen, wir das Zentrum der Milchstraße, das ist auch eine wichtige Bestätigung, weil jetzt, das ist natürlich, ne, wenn das stimmt, dann wissen wir, es muss bei Sagittarius so ähnlich aussehen. Ja? Es muss der Ring, wir wissen genau, wie groß der ist, da muss ein Ring sein. Die Frage ist, ist die Datenqualität gut genug, dass wir das sehen können? Ja? Wie signifikant ist das, wenn wir es sehen? Das ist dann die große Frage. Und was wir sicherlich machen müssen in mittelbarer Zukunft, ist, dass wir bewegte Aufnahmen machen, dass wir regelmäßig gucken und sehen, wie sich dann das rotiert, ne? Und wie wir da dann bessere Parameter rausziehen können aus den Daten. Das war jetzt eigentlich nur der erste Schritt. Ja? Das war ja wirklich nur das allererste Bild und da sollen noch viele folgen. Ganz langfristig möchte man natürlich viele verschiedene schwarze Löcher messen, auch sehr viel genauer. Ich meine, hab ich das jetzt hier drin? Ich glaube, ich habe es weggemacht. Dann steige ich Ihnen das doch nochmal hier. Also das ist das, was wir vom Boden aus sehen können bei 230 GHz von der Milchstraße. Die ist ein bisschen geblurrt. Also das ist das, was wir sehen könnten vom Boden. Wenn wir in den Weltraum gehen und zu höheren Frequenzen gehen können, dann wird das Bild viel schärfer. Sie sehen, wie sich das bewegt, wie sich das ändert. Und das ist eine simulierte Beobachtung vom Weltraum. Wir kriegen also viel schärfere Strukturen am Rand von schwarzen Löchern. Also das ist dann fast Hollywood in Wissenschaftsdaten. Und da können wir viel mehr Theorien testen und so weiter. Und danach wird es schwer. Also wenn wir da nichts finden, dann wird es auf lange Sicht sehr schwer, noch irgendwie Einstein zu widerlegen. Es sieht alles so zweidimensional aus. In Wirklichkeit fallen die Sterne doch von allen Seiten hinein? Auch das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass... mal gucken, ich zeige extra dieses Bild hier. Den muss ich vielleicht nochmal irgendwie... da bewegt sich nichts. Doch, ich hoffe gleich. Wenn Sterne da reinfliegen, natürlich fliegen die von allen Seiten rein, das ist auch völlig richtig. Allerdings passiert das so selten, dass die nicht miteinander kollidieren. Die würden eher draußen kollidieren. Also da könnte es schon mal vorkommen, dass Sterne irgendwie miteinander kollidieren oder zusammenschmelzen oder sowas. Also es gibt diesen Sternenhaufen, von dem der Herr hier eben geredet hatte, den gibt es tatsächlich drumherum, den misst man auch. Da fliegen Sterne um das schwarze Loch und ich hatte ja diese auch helle Radioquelle gezeigt, wo man vermutet, dass da ein Stern entweder als eine Supernova explodiert ist oder vielleicht auch durch das schwarze Loch selber zerrissen worden ist. Das ist durchaus möglich. Und was Sie hier sehen, ist, dass ein schwarzes Loch aus verschiedenen Richtungen angeschaut. Auch wieder nicht nur bei 230 GHz, sondern wir schauen hier von verschiedenen Seiten und Sie sehen, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das so ein bisschen auch optisch dick ist. Das versperrt uns manchmal die Sicht.
Aber weil das Licht natürlich um das schwarze Loch rumgeht, sehen wir eigentlich immer das schwarze Loch immer von allen Seiten. Wir sehen es nicht nur zweidimensional, sondern es ist sozusagen das dreidimensionale Licht wird rumgebogen. Wir sehen es tatsächlich von anderen Seiten, von allen Seiten. Also das macht es dann schwierig, so ein Bild immer mit unseren einfachen Vorstellungen zu interpretieren. Aber ja, es ist eine. Ja. Bei normalen astronomischen Objekten sehen wir es immer zweidimensional, nur von einer Seite. Schwarze Löcher sehen wir tatsächlich von allen Seiten. Gibt es rechtsdrehende, linksdrehende oder dreidimensional drehende schwarze Löcher? Ein schwarzes Loch wird beschrieben durch zwei Zahlen, nämlich die Masse und was ich dann etwas übergeschlabbert habe, auch die Rotation, das Drehmoment. Also das, wie schnell etwas dreht, bestimmt auch, wie schnell das schwarze Loch dreht. Das schwarze Loch kann sich drehen und das bedeutet dann, dass der Raum sich dreht. Ne, im innersten Bereich dreht sich die Raumzeit mit. Das ist etwas, das wir sehr genau messen wollten, aber das können wir im Moment nicht messen, weil die Daten nicht gut genug sind, das zu unterscheiden. Und es ist ein relativ subtiler Effekt, um das zu sehen. Aber tatsächlich, schwarze Löcher können sich drehen und würden dann auch die Materie mitnehmen. Und die Materie, die reinfällt, dreht sich ja auch in einer bestimmten Richtung, und zwar rechts oder links rum. Und das muss nicht dieselbe Richtung sein wie das schwarze Loch. Ja, im Mittel schon. Aber auf jetzt, also es kann sein, dass früher alles sich so rumgedreht hat, das schwarze Loch dreht sich in diese Richtung und jetzt fällt es in die andere Richtung. Das ist durchaus möglich. Das bleibt tatsächlich eine spannende Frage, wie die Drehrichtung des schwarzen Lochs ist. Und das kann auch in alle möglichen Richtungen, also die Rotationsachse kann in alle möglichen Richtungen gehen. Also es gibt rechts- und linksdrehende schwarze Löcher. Wir vermuten im Moment, aufgrund unserer Daten, dass das schwarze Loch sich tatsächlich wahrscheinlich in Uhrzeigersinn dreht. Weil das würde erklären, dass das die untere Hälfte des Bildes heller ist. Dann dreht sich das, also aus Ihrer Sicht sozusagen, das Material so rum und der unterste Teil kommt ein Stück in unsere Richtung. Also das ist die Rotationsachse auch dieses Jets. Und dann würde der untere Teil auf uns zu rotieren, der obere Teil wegrotieren und dieses auf uns zu rotieren würde verstärkt durch die relativistische Bewegung heller werden. Also das muss man aber abwarten, ob das standhält. Also dann würde man zumindest die Drehrichtung des schwarzen Lochs messen. Kann man im Zentrum der Milchstraße auch Jets nachweisen? Ja, auf dieser Frage, ob das da ein Jet ist im Galaxienzentrum, basiert meine ganze Karriere am Anfang. Es ist bis heute nicht abschließend gelöst. Also es ist immer noch meine feste Überzeugung, dass das, was wir sehen, auch im Zentrum unserer Milchstraße, im Prinzip das gleiche ist, war bei M87 nur sehr viel kleiner, dass die Radioemission kommt von dem Material, was nach draußen schießt. Nicht? Und wir sehen sozusagen, das magnetische Feld wird aufgewickelt im Zentralbereich und schießt dann senkrecht zur Rotationsachse wieder hinaus. Wir sehen das hier, Magnetfelder werden hier simuliert. In schwarzen Löchern, da dreht sich was. Ich habe angefangen mit Magnetfeldern, die so in polyoidaler Form sind. Und wenn ich das weiter simuliere, dann werden diese Magnetfelder aufgewickelt und schießen entlang der Rotationsachse hinaus. Das ist also dann Material, das kommt nicht aus dem schwarzen Loch, sondern es kommt vom Rand des schwarzen Lochs. Also ein paar Prozent der Masse und ein bisschen des Magnetfelder schaffen es dann noch zu entkommen. Und im Galaxischen Zentrum ist es sehr viel schwieriger, das zu sehen, weil das alles auch, gibt so einen Blurring-Effekt in unserer Milchstraße. Deshalb würden wir den Jet auch nicht gut sehen können im Moment bei niedrigen Frequenzen. Und bei hohen, wie Sie eben gesehen haben, ich habe gezeigt, bei 3 mm, bei M87, sah man den Jet, und wir gehen mal zu 1 mm, da kam alles vom Rand des Ereignishorizonts, sah man nur noch diesen Ring. Und das ist eben sehr schwer, die Frage zu beantworten im Zentrum der Milchstraße. Auch wieder zu lang die Antwort, es tut mir leid. Ich bin gerade so in Redemodus. Wie kann man technisch die Rotationsrichtung messen? Sehr gute Frage. Wir müssten höhere Auflösung wäre sehr gut. Es äußert sich so ein bisschen auch in der Asymmetrie des Bildes. Also je höher der Spin, desto asymmetrischer zwischen links und rechts wird das Bild. Und auch die Rotation ändert sich so ein bisschen, die Art, wie es rotiert. Man müsste also dann diese Filme machen. Aber es bleibt schwierig.
Das Allerbeste, was es uns passieren könnte, ist, wenn wir einen Pulsar finden würden, der sich zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße um das Schwarze Loch bewegt. Also in den nächsten Jahren, 10 Jahren, wird vielleicht das Square Kilometer Array in Südafrika kommen. Es gibt jetzt schon die ersten Voruntersuchungen und das ist ideal geeignet, um so einen Pulsar zu finden. Und wenn der auf einer nahen Bahn drumherum sich bewegt, und Pulsare sind quasi Neutronensterne, sind perfekte Uhren, und die würden dann durch die Rotation der Raumzeit ihren Orbit verändern. Also das wäre perfekt, dann hätten wir also alles. Also das wäre sozusagen, ne, wir haben das Bild vom Schwarzen Loch, wir haben die Pulsare und das ist auch etwas, wo wir, also gerade der Kollege in Bonn, Michael Kramer, mit dem wir zusammenarbeiten, dran forscht. Aber das ist auch ein bisschen Glückssache. Der muss da sein, der Pulsar. Ne? Wie ist der Stand mit der ESA, Teleskope in die Erdumlaufbahn zu bringen? Ja, also einer dieser Konzepte, die wir entwickelt haben, war, dass wir also 3 Teleskope in die Erdumlaufbahn schicken und dann driften sie auseinander, wenn sie auf leicht unterschiedlichen Orbits sind. Und dann misst man eigentlich alle Abstände und alle Orientierungen und kann eben fast perfekte Bilder machen mit sowas. Das ist ein relativ einfaches Konzept, es wird immer noch teuer natürlich. Aber es ist nicht, das wäre nicht die teuerste Mission aller Zeiten. Also das wäre noch durchaus im absoluten normalen Rahmen einer wissenschaftlichen Mission machbar. Und auch wir haben tatsächlich eine Studie im Moment, die läuft mit der ESA zusammen, um all diese Aspekte zu untersuchen und Machbarkeit zu studieren. Das sieht alles durchaus machbar aus im Großen und Ganzen. Also das ist tatsächlich, wir haben es diskutiert in Madrid bei einer Tagung mit der ESA. Es steht auf der Agenda, da wird es eine Empfehlung geben im Laufe dieses Jahres und dann in den nächsten 2-3 Jahren wird das dann konkretisiert werden. Ich vermute mal, dass es zumindest weitere Studien geben wird in diese Richtung. Wenn man aber realistisch ist, wie lange es dauern wird, wird es wahrscheinlich bis 2050. Also wenn man da ganz ehrlich ist. Ich sehe jetzt keine dringende Frage mehr, dann gibt mir das nochmal eine Gelegenheit, nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Natürlich auch viel Glück für alle künftigen Preise und Auszeichnungen Ihnen zu wünschen und auch mit dem ganzen Team natürlich. Ja. Herzlichen Dank, ich wünsche dir nochmal für den tollen Vortrag. Dankeschön. Danke für Ihr Kommen.